Wie lautet deine vierte Frage? Wie oft in der Woche wird der Müll rausgebracht? Von deiner Seite kein einziges Mal. Bevor das Interview beginnt, wollte ich noch kurz was loswerden. Also generell, meine Mutter hat sich an diesem Abend einen Cocktail reingezogen und war leicht angetrunken. Willkommen damit zum versprochenen Frage- und Antwort-Video mit meiner Mutter. Ihr könnt doch erstmal ganz kurz ein Like da lassen. Jetzt kommen wir zur ersten Frage. Mama, kennst du den YouTuber ApoRed? Ja, ich kenne ihn. Ich zieh mir einen Eimer über den Kopf. Jetzt kommen wir zur ersten Frage. Mama, kennst du den YouTuber ApoRed? Also, let's shadow. Bitte, kannst du nicht normal sein, Mama? Bitte, bitte, Mama. Du sollst die Fragen ganz normal und menschlich beantworten. Komm, beantworte die Frage menschlich. Nein. Oh! Sohn, ich kenne ApoRed nicht. Bitte, Mama, das kannst du doch nicht bringen. Bekomm einen Kollaps. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Was hältst du von Nebelny Cobweb MLG TNT Boost Challenges? Ich verstehe nur Bahnhof. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Würdest du in näherer Zukunft vielleicht mit mir ein Format gründen wollen? Wir schaffen es nicht mal, drei Fragen zu beantworten. Wie lautet deine vierte Frage? Wie oft in der Woche wird der Müll rausgebracht? Von deiner Seite kein einziges Mal. Mama, würdest du dir den Yeezy Boost 350 für... Mama, das nennt man Yeezys. Achso, Yeezys. Die fünfte Frage ist, Mama, würdest du dir Yeezy Boost 350 für 950 Euro kaufen wollen? Ich weiß nicht mehr, was es bedeutet, was es ist. Yeezys, es sind Schuhe für 950 Euro so circa. Ja, gleich... Nicht Jetsys oder irgendwas. Okay, ja, gleich zweimal bitte. Bist mal wieder heute richtig witzig aufgelegt. Siebte Frage ist, wie oft lüftet Antonius sein Zimmer? Ich krieg keine Luft. Nein, nein, ich kann das nicht verwenden. Ich kann... Ohne Scheiß, du bist besoffen, Mama. Wieso trinkst du Cocktails um 22 Uhr, wenn morgen ein Arbeitstag ist? Das war's dann auch schon hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich so mit meiner Mutter öfters aufnehmen könnte, beispielsweise noch ein Frage-Antwort-Video, dann lasst doch einfach mal ein Like da und vielleicht noch ein paar Kommentare, also so Fragen, die ich so meiner Mutter stellen könnte. Auf jeden Fall hat's mich gefreut, hier mit meiner Mutter einen tollen Abend zu verbringen hier vom PC. Habe ich so ein bisschen gezeigt, was ich auf YouTube mache. Ach du Scheiße, was ist denn das? Okay, es tut mir leid, diesmal beenden wir das Video richtig.